Ja, willkommen zurück zur Episode 5 von meinem Let's Play über das Spiel Mad Max. Ja, wir haben ja gerade das Lager dort hinten, was noch immer raucht, eingenommen und was jetzt sozusagen uns gehört. Und haben auch gerade mit unserem spirituellen Führer gesprochen, Griffer, der uns mit neuen Fähigkeiten oder verbesserten Fähigkeiten ausgestattet hat. Und ja, wir machen jetzt einfach mal weiter und schauen mal, was uns in dieser Episode 5 erwarten wird. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Ja, hier steht auf jeden Fall, benutze die Werkstatt, um den doppelten Nitro-Booster einzubauen. Okay, ich nehme mal an, dass wir einen Wegpunkt haben irgendwo. Nein, sehe ich gerade nicht. Aber hier steht noch, dass wir, und zwar die Werkstatt, du kannst jederzeit über das Pausenmenü auf das Werkstattmenü zugreifen. Und genau das werden wir jetzt mal tun. Und mal gucken, was hier abgeht. Es ist an der Zeit, dem Magnus Opus einen Booster zu verpassen. Wähle die Kategorie Booster und baue den doppelten Nitro-Booster ein. Okay, wir brauchen anscheinend nicht in die Werkstatt zurückzufahren. Wir können das direkt hier machen. Und ja. Bauen wir uns das Ding nochmal ein. Jetzt, da die Bedrohung verringert ist, kann Chum den doppelten Nitro-Booster mit dem gesammelten Schrott montieren. Wo steht denn Eier? Okay. Rechts unten steht immer, wie viel Schrott wir haben. Und hier links steht dann, was uns der Spaß kostet. Booster, doppelter Nitro-Booster. Wir haben den Booster, er ist recht simpel, aber er funktioniert. Und du kannst ihn zweimal benutzen. Ein guter Anfang. Installiert ein einfaches Booster-System mit zwei wiederaufladbaren Ladungen. Gut, wir bauen uns das jetzt mal ein. Ein doppelter Nitro-Booster für 35 Schrott kaufen, jawohl. Doppelter Nitro-Booster erfolgreich installiert. So, jetzt haben wir natürlich hier noch jede Menge Schrott. Und ich möchte natürlich mal gucken, was wir hier vielleicht noch machen können. Aber so wie es aussieht, gibt es hier momentan keine Erweiterungen für uns. Dann würde ich sagen, gehen wir hier einfach wieder aus. Nicht eingebaut, Zeit für die Taufe. Setz den heiligen Schlitten in Gang. Ich weiß schon wohin. Okay. Ja, also beim Fahren werde ich, wenn Chum redet, das mit dem Lesen nicht so hinbekommen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht böse. Ihr habt ja auch schon gemerkt, dass ich allgemein manchmal ein bisschen zu langsam bin, um alles vorzulesen. Aber ich gebe mir Mühe. So viel wie möglich. Ja. Mitzubekommen. Hoppala, jetzt habe ich aus Versehen das Nitro benutzt. Taste Space ist es. Da freut er sich. Benutze den Booster, um den Schaden bei Frontalen. Ja, würde ich tun. Okay. Das klappte. Und auch das. Ja, ich spiele jetzt mal ein bisschen mit dem da einfach. Um zu gucken, was alles geht. Man kann nämlich... Hoppala. Von denen... auch die... Ja, die Reifen abreißen, so dass man sie... untauglich macht. Ist natürlich recht schwierig, wenn ich... nicht mitlese, was hier als Tipps
vermerkt steht. So. So geht das auch. Hauptmission abgeschlossen, die Arbeit der Rechtschaffenen. Die Arbeit am Magnus Opus kommt gut voran, doch es fehlt das Herz. Er braucht einen V8-Motor. Ja, natürlich brauchen wir einen V8-Motor. Alleine schon wegen des Klangs. Das wären dann alle. Wir sollten zu meinem Heiligtum zurückkehren. Hoppala. So, Max. Das Max-Verbesserungsmenü wurde freigeschaltet und lässt sich über das Pausenmenü aufrufen. Dort kannst du Max' Ausrüstung verbessern, sein Aussehen anpassen oder neue Werkzeuge oder Fertigkeiten für den Bodenkampf freischalten. Neue Verbesserungen werden freigeschaltet, wenn sich der Legendenrang von Max erhöht. Okay, schauen wir doch gleich mal rein, ob das ein Hinweis darauf ist, dass wir das jetzt schon tun können. So. Willkommen im Max-Verbesserungsmenü. Verbesserungen und Fertigkeiten werden freigeschaltet. Denn Max-Legendenrang steigt und können mit Schrott gekauft werden. Gut, also auch mit Schrott kann man Max-persönliche Gegenstände verbessern. So, wir schauen gleich mal rein. Hier haben wir eine neue Jacke. Neues Oberteil. Verbesserung für Jacke. 10% weniger Schaden durch Faust- und Waffenangriffe. Gut, das haben wir derzeit ausgerüstet. Da können wir nichts machen. Was ist denn, wenn ich... Aha, möchtest du dies kaufen? Keine Jacke. Nein, dies möchte ich nicht kaufen. Mhm. Gehen wir wieder raus. So. Hier gibt es wahrscheinlich noch nichts. Nein, da steht nicht neu drüber. Drunter. Fertigkeiten. Erhalte neue Fertigkeiten, die Max Arsenal... am Kampfaktionen erweitern. So, in diesem Bereich kann Max neue mächtige Fertigkeiten lernen, die er im Bodenkampf verwenden kann. Ja, schauen wir mal. So, das haben wir schon. Den Kettenabschluss. Lasse auf Kettenschläge einen mächtigen Abschlussangriff folgen. Hm. Nein, den haben wir noch nicht. Den können wir jetzt kaufen. Machen wir das. Natürlich. Machen wir das. So, ja, wie ihr seht, rechts unten hat gerade mein Steam gesagt, dass ein Download fertig ist. Über Fade to Silence, auch ein, ja, ein Spiel, bei dem ich auf jeden Fall ein Let's Play machen werde. Das nur so am Rande. Kettenabschluss für 25 Schrott kaufen. Ja, das haben wir gesagt, machen. Genau, erfolgreich installiert. So, da war aber noch was. Was haben wir hier? Waffenparade. Pariere Nahkampfwaffen, selbst wenn du unbewaffnet bist. Sehr gut. Das hilft wahrscheinlich gegen unsere Messerangreifer. Und kostet 50 Schrott. Was soll's. Erfolgreich installiert. So. Gut, der Rest hier ist wahrscheinlich noch nicht zu bekommen. Benutze das Brecheisen, um verschlossene Türen und Container aufzubrechen. Das hört sich da auch gut an. Möchte ich natürlich auch haben. Für 44 Schrott kaufen wir das. Erfolgreich installiert. Toll. Ne? Okay. Das sind... Okay. Ja. Was ist das hier? Taschenlampe. Hm. Zange. Wird verwendet, um Landminen zu entschärfen und die... Schrotflintenpatronen daraus zu gewinnen. Ah ja. Gut. Was haben wir hier noch alles Schönes? Wir gucken hier mal in die Sammelstücke. Was sehen wir da? 1% historische Relikte haben wir freigeschaltet. Mhm. Achso, das Foto. Aber was hat man davon? Das wissen wir jetzt nicht. Hallo, ich würde gerne nach oben. Hm. Bin da nicht. So. Und Kühlerfiguren. Ja, da haben wir noch keine. Doch, tatsächlich, wir haben Kühlerfiguren hier. Mhm.
Kann ich die jetzt auch ausrüsten, oder? Sind die jetzt nur hier bei den Sammelstücken drin? Aha. Aber da steht das für 0%. Naja. Voilà, ich will nur noch mal gucken, ob wir die Kühlerfiguren, die wir da gerade gesehen haben, auch schon benutzen können. Ach, das waren diese vier hier. Aber nein, können wir nicht. So, jetzt gucken wir nochmal in die Biografie. Okay, in der Biografie steht, was? Die Gegenstände, die wir haben, tun können. Ich denke aber, das wissen wir ganz gut. So, ich sammle hier natürlich den Schrott ein, den ich hier gerade fabriziert habe. Meine Güte. What a mess. Ja, sieht super aus. Da hinten ist unser nächster Wegpunkt. Ich lasse schon mal das Auto fertig reparieren. So. Und irgendwas liegt da drüben noch. Das sammle ich natürlich auch noch mit ein. Oder was ist das? Oh, okay. Und da bin ich jetzt natürlich neugierig. Ist ein Tor und das kann man wohl anscheinend aufbrechen. So, dann nehme ich mal die Harpune und denke einfach mal, zack, warum nimmt er jetzt die Schrotflinte? Harpune abfeuern. Ja, drücke um die linke Maustaste, die linke Maustaste, um sie zu trennen. Machen wir. So. Okay, Thump Skins. Muss ich natürlich auch gleich nachschauen. Thump Skins, Beschreibung. Eines Tages schnappen wir uns all euch Dünenläufer. Thumps, Entschuldigung, mein TH ist nicht so gut. Thump Skins sind einfache Skins, die sich entweder selbst eine Nahkampfwaffe beschafft haben oder denen jemand eine solche gegeben hat. Obwohl sie deshalb etwas gefährlicher sind, genießen sie bei den Buzzard-Clans oder Buzzard-Clans dennoch geringes Ansehen. Was steht hier noch? Thumb-Skins schlagen härter zu als normale Skins, doch hat man sie erst einmal entwaffnet, lassen sie sich genauso leicht ausschalten. Gut. Jetzt gehen wir da mal runter. Und schauen da mal rein. Mal sehen, was wir da finden. Oh-oh. So, die haben wir erledigt. Nahkampfwaffen verursachen zusätzlichen Schaden, zerbrechen jedoch mit der Zeit. Ja. Gut. Zwei von drei Schrott gefunden. Das heißt, hier muss es noch mehr geben. Nochmal probieren. Hey. So. This means a whole lot to someone.
Hoppala. Schrotpatronen, ja, die verfeuern wir leider ständig. Also ich natürlich verfeuere die ganze Zeit sinnloserweise. Okay, historisches Relikt. So, Jensen, die Nachbarn sind durchgedreht. Nachdem das Wasser zurückgegangen ist, sind sie einer Sekte beigetreten. Jemand wurde umgebracht. Hab die Hunde genommen und bin auf dem Weg zu Marla. Telefone funktionieren nicht, kann ich nicht erreichen. Komm schnell, Amika. Okay. Das wird jetzt nicht zu unserer Geschichte gehören. So. Zurück bei Chump. Aber jetzt schauen wir mal, wo es uns jetzt hinführt. So wie es aussieht, fahren wir in unser Versteck. Um was zu tun? Okay, um die nächste Mission zu beginnen. Ja, bevor ich jetzt hier mit der nächsten Mission beginne, da ist unser Dog, werde ich dieses Let's Play hier unterbrechen, weil wir bei Minute 17 sind. Ich versuche, wie ihr seht, immer so ungefähr 20 Minuten einzuhalten, damit die Let's Plays nicht zu lang sind. Und ja, bevor ich die Mission jetzt hier anfange, möchte ich lieber, dass wir dann sozusagen in der nächsten Episode die ganze Mission am Stück spielen können, ja. Ja, ich sag dann einfach mal bis gleich und dann geht es in Episode 6 nahtlos weiter mit Mad Max.